Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, wir schauen jetzt mal nach, was hier unten so gibt, außer Patronen, wie ich gerade sehen kann. Eine Ratte. Was passiert, wenn wir es ausmachen? Auf jeden Fall ist das hier organisch. Ja. Ist gerade zugewachsen. Runde geschlossen. Ah, sieh an. Ah, den können wir nicht kaputt machen. Oh. Ich meine, Ratten sind schon irgendwo eklig, aber war das wirklich nötig? Schade. Oh, da haben wir wieder was. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts. Weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Ja. Ist immer sinnvoll, alles auf eigene Faust machen. Polizei kann eh nichts. Würde ich auch so tun. Erstmal das Gesetz selbst in die Hand nehmen und danach kann man noch mal gucken, vielleicht doch gerechtfertigt war. So. Oh, jetzt liegt hier sogar ein Wischeimer. Und wo ist die Person dazu, die hier sauber machen sollte? Oh, hi. Na? Haben Sie etwas vergessen? Oh. Vermutlich. Vermisst, was? Aber sie ist... Hä? Sie war doch die ganze Zeit hier. Tatjana, vermisst. Tatjana Gutierrez. Pflegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Bedeutet, jetzt ist auch die gute Dame weg, die immer wieder mit uns gesprochen hat, obwohl sie weg war. So, Waffen. Genauigkeit ist oben, Hit können wir nicht höher setzen, Feuerrate. Schadensmultiplikator geht auch gerade nicht. Aber hier. Nee. Magazinkapazität. Setzen wir mal auf 8. Feuerrate, Ladegeschwindigkeit. Braucht immer ewig bei der Shotgun. 350 haben wir noch übrig. Gar kein Problem. Dann schauen wir mal direkt wieder nach, was hier so los ist. Wie und wo wir weiterkommen. Was ist mit dem Bild jetzt passiert? Hi! Na? Sind wir nicht mal an. Jetzt kannst du niemanden mehr was. Niemanden. Ist schon lustig. Der hebelt das Gitter da einfach raus. Wir konnten es nicht einschlagen. Aber bevor wir runtergehen, erstmal eben kurz nachladen und Munition mitnehmen. So. Oh. Hi.
Okay. Bin mir nicht so sicher, ob wir hier lang gehen sollten. Kontrollpunkt. Hallo? Da hinten geht's raus. Oh, sehr. Echholz, Holzen. Und ein Gläschen. Warte mal, was ist das hier? Falle auf jeden Fall. Die weiß ich gerade nicht. Da haben wir auch noch ein Gläschen. Oh, hi. Bleib mal dort. Licht anmachen. Gläschen nehmen wir einmal mit. Und die Bombe werden wir abschalten. Rum. Nichts drin. Oh. Fuck. Nicht schnell genug gesehen. So, da hängt noch einer. Wir lassen die einfach mal hängen. Man muss ja nicht grundlegend immer mit jedem kämpfen, ne? Oh, haben wir schon wieder so viel? Ja, 5 von 5. Gut. Gehen wir hier weiter. Aber den müssen wir ausschalten, sonst kommen wir da nicht weiter. Gebraten werden wäre, glaube ich, jetzt nicht die schönste Alternative. Das bedeutet wiederum, wir müssen doch wieder hier runter. Ei. Können wir den direkt anzünden? Ja. Na toll. Ah. Da genug dran stehen, dann ist das gar kein Problem mehr. So, grüner Schmodder. Komm ich. Dann wieder zurück und nicht. Aber wir können hier mal eben schauen. Auch nichts mit Wasser. Hm. Da ist noch ein Weg. Bleibst du hängen? Dürfen wir dich anzünden? Ja. Hier leise und langsam hoch. Ah, sehr. Puff. Aha. Oh. So. Haben wir mal wieder einen Schlüssel. Gut, aber hier war nicht der Schaltmechanismus für... Oh, hi. Oh, blöd. Bist du jetzt... Oh. Hi. So. Brennt auch im Wasser. Können wir froh sein, dass das hier kein Öl ist. Sonst wären wir, glaube ich, ziemlich am Arsch. So. Wie denn? Sollen wir hier rüberspringen? Kann man hier rüberspringen? Nö. Wie dann? Das hier ist ja auch nicht die Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Ja, Mensch, hey. Wer hätte das gedacht? So. Was machen wir damit? Lassen wir damit das Wasser ab? Ja, tatsächlich, cool.
Sehr schön. Ah, aber nur teilweise. Aber die Sicherung kann wieder verwendet werden. Stellt sich die Frage, wo? Das werden wir allerdings, ich glaube, ziemlich bald herausfinden. Oh. Na dann hoch. Okay, irgendwer hält Ausschau nach uns. Ah, da. Da vorne ist jemand. Den können wir doch bestimmt. Oh nee, den können wir nicht meucheln. Oh! Was zum Geier? Was frisst die Dinger? Jetzt stellen wir nur die Frage, ob wir da so nah dran vorbeigehen sollten. Ich glaube fast. Mal hier lang. Machen wir lieber so. Bin mir nicht sicher, ob da durchs Wasser gehen so cool ist. So, hier geht es gleich runter. Keine Ahnung, ob wir dann auch wieder da hochkommen. Kaputt down. Hallo. Geht nicht. Eine zerstörbare Kiste. Da ist auch wieder ein Loch drin in dem Gitter. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Was ist das, was hier lebt? Ja. Ich glaube, die beste Idee, hier durchzugehen. Wow. Hier haben wir auch noch mal wieder so ein Brutzelding. Oh, hi. Komm doch näher. So, anzünden. Gehen wir mal nah genug ran. Oh oh. Bah, anzünden. Puh. Meine Güte, du. Immer schön gucken, ob hier noch irgendwo jemand hängt. Hier machen? Weiter geht's nicht? Nö. Ja, Oh, hi. Damit kriegen wir die auf jeden Fall immer klein. So, bleibst du da wenigstens hängen, damit wir dich noch eben anzünden können? Ja. Ja, man weiß nie. Und gerade die hier, wenn die da mit dem komischen Kopf fressen, keine Ahnung was, Dingens da auf einen losgehen, das ist nicht ganz so cool. So. Haben wir noch eine Sicherung entfernt? Oh. Okay, jetzt kann dieses organische Zeug sich hier irgendwie ausdehnen. Oh, hi! Umfallen? Umfallen nicht vergessen. My friend. Oh, hi! Was? Nein, 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 nein! Hör auf! Mieses Schwein! So. Blödes Vieh, ey. Haben die denn auf einmal... Oh, nein! So, jetzt haben wir keine Munition mehr. Eigentlich wollte ich hier was aufheben, aber... Drehen wir doch am Rad. Ist auch in Ordnung. So, jetzt nehmen wir mal lieber... Oh, hi!
Buden her. So, jetzt können wir hier wieder lang. Okay. Jetzt werden wir fertig mit Nachladen, du Trottel. So. Ja, nochmal. Keine Schrotflinten-Money mehr. Okay. Hier können wir durch. Wer sucht schon? Was? Wie? Habt ihr was gehört? Doch. Puh. Aber wer oder was sucht hier? Sieht nichts. Ah, da oben. Nein! Seltsam. Wollten ja gerade drauf schießen. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Tja, eine gute Frage, mein Junge. Burn. Ich bin allerdings auch seiner Frage bezüglich überfragt, in ein Nest geraten sind, aber es sieht fast so aus, ne? Weil das Ganze hier irgendwie organisch zu sein scheint. Und ich weiß nicht, die ganzen Bände und alles andere, was damit zusammenhängt, Eigenleben hat. Ne, da können wir nicht durch. Okay. Hm, was war da? Ah, ja. Speicherzeit. Also, diesmal können wir welche gebrauchen. Oh. Ah, wir haben keine mehr. Munition. Aber nur Pistolenmunition. Was haben wir denn da? Schrotflintenmunition? Mal Schrotflintenmunition. Wieder. Davon eins. Das ist doch sehr schön. Safe Room wieder in der Nähe. Generator. Gut. Und ein Kartenfragment Nummer 27. Nee, leider hier nichts. Und Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Bekloppteste im ganzen Land? Das seid ihr, Herr Castellanos. Nee. Ich glaube, der ist in Ruhestand gegangen. Der hat nichts mehr zu melden. Tageszeitung gibt es auch keine mehr. Ziemlich einseitig hier geworden, aber wir haben ja, glaube ich, noch einen Schlüssel gefunden. Den benutzen wir hier. Und wir haben wieder ein Gläschen. 12.600. 50. So. Können wir noch einmal kurz aufwärmen. Und zwar einmal Streichhölzer, Spritzen, nee, Spanner, so Qualenbolzen, ja, nehmen wir auch mit. Haben wir noch Scharfschützengewehrmunition? Nee, Schrotflinten auch nicht, Magnum auch nicht. Ja, dann geht scheinbar hier nichts mehr, wa? Nope. Aber hier Feuerrate können wir erhöhen, Nachladegeschwindigkeit. Machen wir hier auch mal die Nachladegeschwindigkeit ein höher. Hm, 56, da kriegen wir nichts mehr.
Sieht nicht so aus, da können wir nichts mehr verkaufen. Außer natürlich jetzt hier Qualenbolzen, oder? Ach nee, davon können wir auch nichts machen. Das wäre ja die... Ja, die Kraft der jeweiligen Qualenbolzen. Aber das ist ja auch kein Problem. Gehen wir direkt wieder zurück. So. Ja, und mit diesem schönen Lagerraum sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Weiter geht's mit der E-Börse. Ciao.